Hallo, was machen Sachen? So, in den letzten Tutorials haben wir uns ja ausfassend damit beschäftigt, wie man Stuff in die Engine reinkriegt, wo man auch Sachen herkriegt, wenn man sie halt nicht selber machen möchte oder machen kann. Und ja, jetzt wollen wir den Stuff ja irgendwo sinnvoll platzieren. Wenn man jetzt nicht gerade wie hier so ein Häuschen machen will, braucht man einfach nur einen geraden Boden. Wenn man jetzt halt eine Außenumgebung machen möchte, brauchen wir halt diese Umgebung. Man kann ihn natürlich, wie alle anderen auch, in Maya, Blender etc. selber basteln und hier reinziehen. Kann man machen. Ist relativ ineffizient und lässt sich halt im Nachhinein nicht manipulieren oder ist aufwendiger zu manipulieren, auch zu texturieren. In der Unreal Engine gibt es da schon eine schöne Sache dafür, extra dafür. Die sehen wir uns jetzt an. Und dazu haue ich halt erstmal alles hier raus. So, ich habe mich jetzt erstmal generell von der ganzen Geometrie verabschiedet. Ich habe hier nur noch so ein paar einzelne Sachen rumfliegen, die wir halt brauchen. Unseren Charakter, bisschen Licht, Atmosphäre und so weiter ist alles noch vorhanden. Obwohl, die kann ich auch raustun. So, diese Basissachen würde ich halt auch generell erstmal in der Szene lassen. Es lässt sich für mich leichter drin arbeiten. Was halt vielleicht ganz praktisch ist, damit es schöner aussieht, stellt eure Light Source erstmal movable. So wird halt der Schatten immer direkt gerendert und muss nichts gebaked werden. Später beim Spielen müssen wir das halt umändern, weil wir wollen ja optimiert arbeiten. Das Spiel soll ja auch irgendwann mal 60 FPS laufen. So, wichtig für euch noch: Ich habe die neueste Version, da ist hier der Editor Models. Die verschiedenen Variationen sind hier drin. Bei den älteren Versionen sind die hier mit dabei. Und wir wollen jetzt ein Landscape, also eine Landschaft. Wir brauchen einen Boden. Der generiert uns jetzt auch erstmal eine komplett platte Fläche. Und wir fangen einfach mal bei 0 an. Create. Man kann hier verschiedene Sachen auch einstellen. Das ist dann halt auch wieder situationsbedingt, was man denn braucht. Ich zeige euch jetzt einfach nur ganz grob, wie man mit dem alles so umgehen kann, was man machen will. Und je nachdem, was ihr am Ende braucht, müsst ihr für euch selbst entscheiden. So sieht es dann aus, wenn einfach mal ein Landscape generiert ist. Da ist halt noch nichts drauf. Wir kriegen hier so einen lustigen Pinsel. Können hier oben verschiedene Pinsel uns aussuchen, wie wir denn arbeiten möchten. Und damit halt ganz simpel, ja, einfach drauf losmalen, wenn wir denn möchten. Und uns malen, wie wir die Gegend gestalten wollen. In dem Falle würde ich auch sagen, wir haben noch viel Gebiet. Machen wir die Kamera etwas schneller. Und dann können wir halt hier lospinseln. Hier können wir Größe ändern. Dann machen wir mal ganz groß. Hier können wir auch den Vorlauf ändern, also so ein bisschen den Verlauf und natürlich die Stärke. Zack, und schon haben wir hier so ein, ich nenne es jetzt mal Berg. Ich mache es jetzt nicht schön, ich will ja nur zeigen, was es kann. Schön machen müsst ihr es. Wir haben einen Fmoos, der macht natürlich alles weicher, sprich, der rundet uns die Kanten ab. Je nachdem, wie ihr den stark ihr den einstellt. Ihr seht schon hier verschwindet immer ein Stück Berg mehr. Dann haben wir Flatten, das ist einfach flach, zack, einfach durchziehen, zack, flach. Wir haben hier eine Rampe, die können wir ziehen. Wir sagen, okay, Add Ramp und schon sollte die eventuell ein bisschen schlauer platzieren wie ich. Also könnte man halt, ja, verschiedene Wege oder halt erstmal grobe Formen sich herausarbeiten. Je nachdem, was man denn braucht. Auch die kann man natürlich in ihrer Breite, im Falloff, alles verändern. Und dann halt Add, zack, und schon ist sie da. Die verbinden sich dann halt auch während dem Erstellen miteinander, sodass es einen möglichst flüssigen Übergang hat. Also alles arbeitet hier miteinander. Ja, hier haben wir halt Erosion. Das ist halt, was passiert, wenn so ein Stein halt jahrelang draußen steht. Oder Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Können wir auch alles Mögliche einstellen. Ja, vielleicht nicht Raise, dann geht es nach oben. Machen wir Lower. Macht schon Sinn, dass wir Erosion nach unten haben. Und schon wird halt unser Stein erodiert. So kann man halt auch diesen blöden, simplen Formen, die ich jetzt einfach mal so hingeklatscht hat, doch auch halbwegs vernünftige Steine machen. Jetzt halt. So ein glatter Berg ist immer ein bisschen schwierig, aber hier an dem Weg sieht man es doch eigentlich ganz gut.
Und jetzt haben wir halt nochmal speziell Erosion bei Regenfall. Der ist halt nochmal ein bisschen stärker und nimmt sich an den tiefsten Punkten das meiste weg. Wir können auch generell einfach eine Noise drauflegen. Eventuell nicht so stark. Haben wir irgendwo Straight hier. Gehen wir ein bisschen mit der Stärke runter. Ja, ist halt einfach eine generierte Noise, die macht so random Stuff. Dann haben wir halt die Retopo, die ist unsere Textur. Wenn man sieht, es ist halt irgendwo sehr stark gestretched, kann man hier ein bisschen die Textur anpassen. Kann passieren, habt es gesehen bestimmt, wie ich die Rampe benutzt habe. Da ist es ein bisschen passiert, dass sich halt die Textur verzerrt. Die Retopo arbeitet das so ein bisschen aus. Halt bei so krassen Sachen funktioniert es nicht so gut. Machen das alle mal ein bisschen smoother. Aber die Retopo versucht halt einfach so Verzerrungen rauszuziehen. Damit halt nachher unser Material drauf passt. Wir wollen ja auch ein gleichmäßiges Material drauf haben. Also muss unsere Basis halt auch gleichmäßig sein. Die orientiert sich ja alles daran. So, das nächste ist die Visibility. Die können wir jetzt erstmal so nicht nehmen. Wir haben ja noch kein Material gemacht. Um einfach mal vorwegzugreifen, wenn ihr das nutzen wollt, müsst ihr halt euch ein Material machen. Das werden wir im nächsten Tutorial auch machen. Und ihr müsst im Material einfach noch das Opacity aktivieren, sodass ihr halt einfach durchsichtig malen könnt. Und dann funktioniert das wie die normalen Materialien auch zum draufzeichnen. Wie gesagt, das im nächsten Tutorial. Ja, Mirror ist eigentlich auch ja, ein Spiegel. Kann man halt einstellen, von wo bis wohin. Ich sag mir, wir machen uns das jetzt erstmal so, vielleicht von Y zu minus Y in die Richtung. Apply, zack. Ja, macht halt einen Spiegel. Ihr müsst es auch nicht direkt in der Mitte machen, ihr könnt das hin und her verschieben. Apply, zack, haben wir hier so komische. Ich glaube, den mal nur zurück, das sieht doch sehr affig aus. Ich lasse es erstmal so. Ja. So. Machen wir auch Select, dann können wir, wenn man jetzt einen bestimmten Bereich halt nicht bearbeiten möchte, einfach auch selektieren. Der bleibt dann so, wie er ist, wenn man dann halt, keine Ahnung, hier einfach mit dem Flatten mal drüber. Seht ihr, das passt sich unserem Ding hervorragend an. Und wenn ihr Shift drückt, habt ihr das Tool, was ihr nutzt, auch in Reverse, also im rückgängig. Heißt halt beim Sculpten. Machen es nach oben. Wir machen es vielleicht ein bisschen stärker, damit man es besser sieht. Ein bisschen kleiner. Wir scalpen nach oben. Drückt die Shift. Scalpt ihr nach unten. So, dann haben wir hier noch Copy. Das macht auch das, was es sagt. Das kopiert Sachen. Er stellt hier erstmal so eine Abmessung. Wir kopieren uns einfach mal das Stück hier. Copy Data. Ziehen den woanders hin. Ich ziehe den mal da hin. Mach den mal kurz gedreht. Und dann gehe ich einmal mit dem Pinsel drüber und nutze den wie eine Schablone. Dann kann ich auch Clear und zack. So, ein bisschen aufgesmoothed. Jetzt auch mal zack. Und dann haben wir schon 1A Landscape. Sieht wunderhübsch aus. Machen auch noch ein bisschen Erosion überall drauf. Ja, nicht besonders schön. Aber ging ja auch einfach nur drum, euch zu zeigen, wie funktionieren diese Tools. Schön machen müsst ihr selber. Ich mach nur Quatsch. Was das sagen hier? 1A Terra. So sieht das auf der Erde aus. So. Und wenn ihr die hier dann weitergeht, haben wir hier auch nochmal die Stärke, die ihr so einstellen könnt. Da könnt ihr sagen, okay, ich will jetzt halt nicht den Kreis. Ich möchte mir hier eine Alpha reinladen. Machen wir auch mal kurz. Einfach irgendein Schwarz-Weiß-Bild. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Zack rein. Zack da rein. Und schon haben wir das halt auch als Pinsel. Macht jetzt halt in der Form nicht so viel Sinn.
irgendwo dran stempeln. Sagt, macht halt mehr Sinn, wenn ihr irgendwie ein neues oder sowas habt. Und auch hier natürlich, je nachdem, was ihr auch ausgewählt habt, wieder verschiedene Einstellungsmöglichkeiten nach allem Möglichen. Wie es halt mit eurer Welt reagieren möchte. Ich habe das, glaube ich, alles ein bisschen stark eingestellt, da passiert zu viel. Was wir haben, linear. Seht ihr hier, bei Sphere ist es halt leicht abgeflacht, linear, es ist halt auch die Kante ein Stückchen größer. Halt smooth ist halt besonders smooth, weil diese Kante nicht so stark gegeben ist. Ich habe auch die ganze Zeit mit dem Smooth gearbeitet, hier mal Tipp, mit halt einer besonders starken Kante. Und natürlich auch den Fall-Off im Flug halt nochmal ein bisschen bearbeiten. Und so könnt ihr euch halt euer eigenes Landscape selbst machen und könnt auch immer wieder reingehen. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe mir hier was gebaut, aber hier, da will ich jetzt ein Haus drauf machen, das ist mir aber viel zu uneben, kann man einem später immer noch sagen, okay, ich gehe da nochmal drauf und mache mir das platt und kann da dann ein Haus hinstellen. Und smooth das halt in die Richtung aus. Ach okay, hier das ist platt, hier mal ein bisschen smoother, vielleicht ein bisschen Erosion drauf. Also, machen wir den ganzen Quatsch hier weg. So, okay. Mal hier noch ein bisschen Erosion drauf. Alles 1A. So sehen Gebirge aus, würde ich doch mal meinen. Ja, man kann dann einfach auch... okay, jetzt habe ich verklickt. Wo wollte ich denn drauf? Dann komme ich eben auf die Noise. Mal ein bisschen Noise drauf. Stärker. Gerade hier haben wir ein schönes Beispiel für die Retopo, die das versucht. Ich sag bei so ganz... Ja. Ja, das ist so eine Stelle, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Selbst die Retopo kann da nicht viel machen, weil das hier einfach viel zu steil ist. Da müsst ihr eventuell nochmal mit dem Smooth drüber gehen. Mal den Radius ein bisschen kleiner. So ein bisschen kontrollieren müsst ihr, dass es halt passt. So, das ist jetzt unser schönes Landscape. Ich würde sagen, das sieht doch aus wie zu Hause. Kann man sich doch gleich wohlfühlen. So sieht die Erde aus. 1A ist klar. So, ich habe euch jetzt erstmal die Tools gezeigt. Hübsch müsst ihr selber machen. Ich habe jetzt halt einfach nur rumgeblödelt, um euch einfach zu zeigen, wie die verschiedenen Tools funktionieren. Ja. Und das war's für heute. Im nächsten Mal zeige ich euch, wie man auf den grauen Klumpen, den wir jetzt vor uns haben, tatsächlich mal ein schönes Material draufziehen können. Wie man die auch für die Landscape extra macht, so dass man halt mehrere Materialien ineinander blenden kann. Dass man halt Gras, Erde, was weiß ich nicht alles, einfach drauf malen kann in verschiedenen Layern, wie bei Photoshop. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, für den einen oder anderen war das sehr informativ und wir sehen uns nächstes Mal.